Aus Lützburger Sicht hat er sich die Etappe exzellent gefangen. Nur 6 Kilometer hat Christian Post, der ja gestern am Prolog gefallen war, zusammen mit dem Holländer Jens Mouris mit dem Dossier 6 attackiert. Kurz darauf kommen der Franzose Arnaud Labbé von Cofidis an den Bert Scherlings aus der Belge bei. Sie feiern sich exzellent, verstanden er konnte bei den 10 Kilometern einen Viersprung von 3 Minuten herausfahren. Der Peloton hat ihnen lange Zeit nicht mehr zugestanden. Bei der ersten größeren Schwierigkeit von der Vorausbord aus der Michelsbücher ab, hat der Christian Post zugeschlagen an sich den Bierspreis gesichert. Auch den zweiten Grand Prix de la Montagne, die ganz kleine Würmeldinger, wo gerade wie auf der ganzen Strecke unheimlich viel Leute waren, hat der Kurier vom Team Deverding für sich entschieden. Aber wie sieht der Franzos jamais 203, als der Christian Post auch im Scheierbier den dritten und letzten Bierspreis von dieser Etappe als erster passiert und als der Noven der Leader vom Bierspreis. Ich hatte schon ganz viel Pech, sie gefallen. Ich habe mich halt zurückgehaufen, ich habe auch gekündigt, ich will mich gerne weisen. Ich habe gesagt, alle habt die erste Etappe direkt Vollgas. Ich habe Frank gefragt, was sie dagegen machen. Ich habe gesagt, ja, wir kontrollieren den Kurs, wir lassen eine Gruppe von 3-4 Kuren. Ich habe die Chance genutzt, sie sind abgegangen und ich habe alle Punkte geholt am Bierspreis. So, ich habe noch die Meier geholt, ich meine, Mission accompli, absolut. Zusammen sind die vier Kurieren nach Richtung Kärching gefahren, und zwar just nehmen nach Rengsach von der Zeit, bis sie angefangen gaben. Für dich sind der Christian Poos und den Arnaud Labbé für ihre weggefallen. Maurice Scherlings haben es just bis an die letzten Tour gepackt, so dass es praktisch zum Massensprint kam. Am letzten Kilometer haben sich drei Kurieren für ihre ganz leicht aufgesetzt, und es gewinnt der Russ Denis Galim-Tsjanov, für den Greg Henderson und dem Davide Apollonio Fuskai. Bestplatzierte Lützbäuer aus der Serie Heimanns als 41. Der Frank Schleck gibt der 54. Am Peloton ist der Fabian Cancellara als 27. über die Arrivée gefahren, aber bleibt am Goldenen Major. Das lief eigentlich sehr gut. Wir sind zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist. Wir haben sicher versucht, das Trikot zu verteidigen, weil morgen ist sicher die wichtigste und die härteste Etappe. Und dann schauen wir, wie es morgen Abend ausschaut. Aber wie gesagt, wir sind hier, um alles zu geben, was wir können, für die Tour hier zu gewinnen. Das ist ein Idealfall. Man kann attackieren, dann muss man machen. Ich lasse ja nicht die Etappe gewonnen. Ein Idealfall wäre, wenn wir Namenskette machen. Aber ich bin so, ich habe auch kein super Ding, ich habe kein super Bein. Das sind natürlich noch 6 Wochen, ja, ich kurse. Ich hoffe, dass beide halt gut abgegangen sind, dass wir besser sind.